und ich rufe den Tagesordnungspunkt 74 auf, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Antrag der Landesregierung betreffend dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000. Hier Zustimmung durch den Hessischen Landtag. Das sind die Drucksachen 6565 zu 6158 neu aus 19. Und ich würde gerne die Debatte eröffnen, wenn mir jemand signalisieren würde, wer dazu spricht. Sie machen die Berichterstattung. Danke sehr. Das steht hier leider nicht drauf. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf den Bericht wie folgt geben. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Antrag der Landesregierung betreffend dritte Verordnung über die Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000. Hier Zustimmung durch den Hessischen Landtag durch die Drucksache 6158 aus der 19. Legislaturperiode neu. A. Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD und LINKEN bei Abwesenheit der FDP den Antrag anzunehmen. B. Bericht. Der Antrag war dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in der 133. Plenarsitzung am 21. März 2018 überwiesen worden. Zweitens. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat zu dem Antrag am 7. Juni 2018 eine öffentliche mündliche Anhörung durchgeführt. Und drittens. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat sich in seiner Sitzung am 19. Juni 2018 mit dem Antrag befasst und die unter A wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Reif, für die Berichterstattung. Ich bitte um Entschuldigung, aber der Berichterstatter war wegen wahrscheinlich der Länge des Titels dieses Tagesordnungspunktes in meinen Unterlagen abgeschnitten. Deswegen wusste ich es nicht, dass Sie es machen. Vielen Dank noch einmal für die Berichterstattung. Ich eröffne die Debatte. Die vereinbarte Redezeit sind 5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Kasseckert für die CDU zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein SPD-Kollege sagt gerade, Heiko gibt Gas, in 5 Minuten zum Landesentwicklungsplan zu sprechen. Das ist schon sehr ambitioniert, aber ich will mich bemühen, es auf die wesentlichen Punkte zu reduzieren. Landesentwicklungsplanung gibt die Leitplanken. Landesentwicklungsplanung gibt die Leitplanken. Und das muss man deutlich sagen für die Regionalversammlungen. Dort sind die kommunalen Vertreter in den jeweiligen Gremien, die über die Entwicklung von Wohnen, Siedlungsfläche, Verkehrsfläche etc. entscheiden. Das muss man zu Beginn, glaube ich, deutlich machen, weil gelegentlich hier in der Diskussion das Bild gestellt wurde, dass wir abschließend darüber entscheiden, wo und an welcher Stelle jemand Wachstumsmöglichkeiten hat, Entwicklungsmöglichkeiten beschränkt werden. Das ist mitnichten so, ganz im Gegenteil. Wir beschließen hier mit dem Landesentwicklungsplan eigentlich nur Leitplanken, Grundsätze und Ziele oder dargestellt in Grundsätzen und Zielen. Aber wesentlich ist dabei, dass wir für alle Landesteile in Zukunft auch gleichwertige Lebensverhältnisse unter einer Entwicklung über diesen Landesentwicklungsplan sicherstellen können. Dieser Landesentwicklungsplan setzt Schwerpunkte bei Siedlungsentwicklung, Freiraumplanung, Ressourcenschutz, Infrastrukturentwicklung. Er beinhaltet nicht das Thema der zentralen Orte. Auch darüber haben wir in der Vergangenheit diskutiert. Es ist eine Struktur des Landes, die letzten Endes auch Auswirkungen hat, neuerdings auf den KFA. Und das, glaube ich, braucht Zeit, um es in Ruhe zu diskutieren, um es in Ruhe auch neu zu justieren. Dafür gibt es eine Expertenkommission. Und deshalb wird dieser Punkt nachgereicht. Und in diesem Punkt ist auch das Thema zentrales Einzelhandelskonzept oder Einzelhandelskonzept für die einzelnen Regionen, das, was wir in Südhessen bereits haben und auf die anderen Landesteile ausgedehnt werden soll. Das heißt, uns steht zu diesen Punkten auch in Zukunft noch eine weitere Diskussion ins Haus. Aber kommen wir zurück zu dem, was in diesem Plan steht. Wir hatten eine Änderung des Landesentwicklungsplans 2000 zu den Themen Windenergie und Flughafen. Von daher bleibt es jetzt, den Landesentwicklungsplan anzupassen an die geänderte Bevölkerungsstruktur, an die geänderte Situation der wirtschaftlichen Verhältnisse.
Und wenn man von 2000 auf 2018 einmal den Blick richtet, hat sich vieles getan. Wir haben im alten, ich denke hier an den Kollegen Rock, der mit mir gemeinsam in der Regionalversammlung schon auch Verantwortung getragen hat, auch in dem regionalen Planungsverband bzw. Regionalverbandes, haben wir noch zu Beginn eigentlich von einer Struktur gesprochen, die Frankfurt noch als schrumpfende Stadt gesehen hat. Das war bis 2013 eigentlich die Grundlage. Heute wissen wir, dass die Zahlen in Frankfurt schon weit über 700.000 Einwohner sind. Wir sind damals noch von 630.000 Einwohnern ausgegangen. Also das heißt, Planung ist eigentlich der tatsächlichen Entwicklung deutlich hinterher. Und deshalb brauchen wir in diesem Landesentwicklungsplan eine Spreizung, eine Möglichkeit. Und die Landesteile haben sich unterschiedlich stark entwickelt. Nord-, Mitte- und Südhessen haben sich unterschiedlich stark entwickelt. Und deshalb ist es richtig, wie ich meine, dass dieser Landesentwicklungsplan keine Detailregelung macht bis nach unten auf die kommunale Ebene, sondern dass er Leitplanken vorgibt. Und diese Leitplanken sehen zu, dass wir auch oder sehen vor, dass wir auch in den ländlichen Räumen künftig Wachstum ermöglichen wollen und werden. Das war ein Punkt, der in den Stellungnahmen häufig kritisiert wurde, aber der an keiner Stelle dieses Landesentwicklungsplans sich tatsächlich ausdrückt. Auch in Zukunft, und deshalb halte ich fest, auch in Zukunft werden die ländlichen Räume Möglichkeiten haben für Siedlungserweiterung, für Wohnen, für Gewerbeflächen. Dafür ist es notwendig, dass sie gute Verkehrsanbindungen haben, aber das liegt auf der Hand, denn wir wollen, dass Arbeitsplätze auch im ländlichen Raum entstehen. Und wir wollen auf der anderen Seite auch, dass wir durch gute Verkehrsinfrastruktur diese ländlichen Räume anbinden, sozusagen an den Ballungsraum, damit der Siedlungsdruck im Ballungsraum allgemein zurückgeht und ganz Hessen von der insgesamt guten und positiven Entwicklung profitieren kann. Wir wollen also kommunale Gestaltungsfreiheit. Und da komme ich wieder zurück auf den Kollegen Rock. Wir sitzen alle in der Regionalversammlung, zumindest die ich kenne hier im Bereich Südhessen, andere Kollegen in Nord- und Mittelhessen. Neben dem Landesentwicklungsplan ist die tatsächliche Gestaltungsmöglichkeit den Kolleginnen und Kollegen sozusagen in die Hand gelegt, die in den Regionalversammlungen für die Regionalpläne oder für den regionalen Flächennutzungsplan Verantwortung tragen. Von daher, lieber Kollege Rock, wir werden uns auch in den nächsten Jahren immer wieder mit dieser Frage an anderer Stelle auseinanderzusetzen haben. Und sicherlich dann werde ich Ihnen beweisen können, dass wir mit dem Landesentwicklungsplan Wachstum schaffen und eben nicht irgendwo Limitierungen für Kommunen im ländlichen Raum. Wir haben Einfluss genommen auf die neuen Entwicklungen, jawohl, auf die neuen Entwicklungen Breitband und auch auf die Situation am Flughafen mit der Lärmobergrenze. Der Grundsatz innen vor außen ist ein alter Grundsatz. Auch die 2,5 Hektar sind nicht neu. Sie sind in der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes von 2013 niedergelegt. Wir glauben, dass den Kommunen und den Regionalversammlungen hiermit ein gutes Werk an die Hand gegeben ist. Es bietet Flexibilität, es bietet Wachstumsmöglichkeiten. Sie müssen es nur nutzen. Vielen Dank. Danke, Herr Kasseckert. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Eckert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nicht ganz so, wie der Kollege Kasseckert das beschrieben hat, würde ich die Vorlage, die wir hier heute, ob Zustimmung oder nicht, Ihnen erteilen müssen, als Landesregierung bewerten. Ganz im Gegenteil. Das vorgelegte Dokument der Landesregierung ist ein Ausweis des Stillstands nach 19 Jahren CDU-geführter Landesregierung in Hessen, meine Damen und Herren. Und ich will es Ihnen erklären, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann würde man das sogar auch merken, warum das so ist, wie ich es Ihnen jetzt gerade beschreibe. In der Tat, es fehlen die wesentlichen Herausforderungen, die Leitplanken für die Lösung der Probleme, der Herausforderungen im Bereich von Wohnen, von Mobilität, der Entwicklung des ländlichen Raums. Der Herr Kasseckert hat ja angesprochen, sie werden dann in der Regionalplanung verfeinert. Aber die Ziele und Grundsätze, die Vorgaben, die Fragestellungen, in welchen Rahmen ich mich bewegen kann, die legen wir hiermit fest. Und da bleiben Sie bei Planungskriterien und Planungsmaßstäben der Vergangenheit, und Sie wagen nicht den Sprung in das 21. Jahrhundert. Ein Landesentwicklungsplan mit der Ziffer 2000, die Sie jetzt nur wieder fortschreiben, anstatt aus dem Jahr 2018 in die Zukunft fortzuschreiben, zeigt doch allein schon in der Überschrift, dass Sie auch noch in Grundannahmen der Vergangenheit hängen bleiben, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das Dokument eben nicht der große Wurf nach vorne, den Sie hier immer wieder deutlich machen, meine Damen und Herren. Und ich weiß ja, dass Sie sozusagen auf Kritik von uns nicht immer wirklich reagieren im Sinne, dass Sie Ihr Handeln anpassen. Es wäre manchmal hilfreich. Aber in dem Falle würde ich mir einfach an Ihrer Stelle das Protokoll
der Anhörung im Wirtschaftsausschuss zum Landesentwicklungsplan durchlesen, noch einmal, meine Damen und Herren. Eine verheerende Kritik, egal von welchen Anzuhörenden, meine Damen und Herren. Die Fragestellungen der Entwicklung des ländlichen Raumes, die Fragestellung, wie kriege ich Mobilität für die Zukunft organisiert, und sie bleiben in alten sektoralen Betrachtungsweisen stehen. All diese Themen über den Einzelhandelskonzepte bis der Frage zu wirtschaftlicher Betätigung, Gewerbeansiedlung und Ähnlichem mehr, das zog sich wie ein roter Faden in der Anhörung, wo immer wieder deutlich gemacht wurde, nein, das, was Sie vorgelegt haben, ist kein Plan für die Zukunft unseres Landes, meine Damen und Herren. Und Kollege Kasseckert hat es angesprochen. Wenn Sie jetzt kommen und sagen, ein großes Thema, das Planungsziel, Planungsprinzip zentrale Orte, wurde kritisiert, aber da ist die Landesregierung ja schon dran. Also nach 19 Jahren CDU für der Landesregierung hat man jetzt endlich einmal eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um das Prinzip sozusagen grundlegend auf den Prüfstand zu stellen. Diese Landesregierung hatte lange genug Zeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist in der Anhörung auch herausgekommen. Das ist keine neue Kritik, meine Damen und Herren. Diese Kritik an diesem Grundsatz der zentralen Orte herrscht schon lange. Gerade auf Nachfrage, nachdem der Minister in seiner zurückhaltend schüchternen Art und Weise, wie wir ihn kennen, im Ausschuss während der Anhörung noch einmal gemeint hat, er müsste die Anzuhörenden belehren und deutlich machen, wenn sie Fragen haben und etwas kritisieren, haben sie es einfach nur nicht verstanden. Nein, Herr Minister, Kritik an Ihrem Plan ist Kritik und keine Unwissenheit, nur weil Sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Tut mir leid, das stimmt so nicht. Hier entsprechend war es deutliche Kritik an diesem Punkt, meine Damen und Herren. Deswegen kommen Sie zu spät mit der Überprüfung. Sie springen zu kurz. Sie legen nicht die richtigen Kriterien an den Maßstab in der Frage der Entwicklung unseres Bundeslandes. Und deswegen, die CDU-geführte Landesregierung hat es wieder einmal nicht geschafft, entsprechend Antworten für die Zukunft unseres Bundeslandes zu geben. Der Landesentwicklungsplan gehört neu aufgestellt, er gehört nicht fortgeschrieben, mit allen Herausforderungen und Problemen, die wir in der ersten Runde hier diskutiert haben, die Anhörung sehr deutlich herausgearbeitet hat, von der Stadt Frankfurt bis zur kleinsten Odenwaldgemeinde, von Nordhessen nach Südhessen, egal wer dort zur Anhörung war, hat Ihnen unterschiedlichste Kriterien dieses Landesentwicklungsplans auseinandergenommen und deutlich gemacht, so funktioniert die Zukunft in Hessen nicht. Dafür braucht es eine andere Planungsgrundlage. Dass Sie nach 19 Jahren dazu nicht mehr die Kraft haben, müssen wir heute feststellen. Deswegen werden wir dieser Vorlage natürlich auch nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Eckert. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe auch eher die Anhörung so wahrgenommen wie der Tobias Eckert. Die massive Kritik, die gekommen ist von den Kommunen und von den Verbänden aus Seiten der Wirtschaft, hat mich auch etwas überrascht, weil sie ja schon sehr deutlich gemacht hat, dass die im Landesentwicklungsplan gerade das, was ja immer auch die Landesregierung als Prä vor sich herträgt, also Gestaltung des ländlichen Raums, Digitalisierung, Wohnraum, Sicherung von Gewerbeflächen, Flughafen, Energieerzeugung, Wasserversorgung, dass das eben sehr unzureichend als Antwort für die Herausforderungen gegeben wurde. Meine Damen und Herren, ich sehe ja auch, dass ich glaube, bei der Problembeschreibung werden wir uns alle relativ schnell einig werden. Aber es ist gerade, was den ländlichen Raum anbelangt, eben auch der Landesentwicklungsplan dann am Ende die Blaupause dessen, dass man das dann auch umsetzt. Das, was die Landesregierung immer ankündigt, muss sich in einer Landesentwicklungsplanung auch irgendwann widerspiegeln. Und das, mit einem Verlaub, hat wohl, glaube ich, allen gefehlt. Das geht einher. Das geht einher, zum Beispiel mit der Reduzierung des Flächenverbrauchs. Reduzierung des Flächenverbrauchs soll vor allen Dingen im ländlichen Raum stattfinden. Da wird auch
bei allem guten Willen, dann muss man dann aber doch mal fragen, werden hier nicht tatsächlich die Zukunftschancen in der Gemeinde im ländlichen Raum dann verbaut? Überhaupt die Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum. Wenn man das alles umsetzen will, müssen ja die Städte und Gemeinden im ländlichen Raum ja auch Potenziale, die müssen ja ihre Potenziale auch ausspielen können. Das darf man dann nicht zementieren, wenn man der demografischen Entwicklung und auch damit einhergehend der Stadt-Land-Flucht auch etwas entgegensetzen will, wird die Sogwirkung weiter sozusagen zementiert mit einer Landesentwicklungsplanung, die längst überholt ist, dann werde ich dem Problem wirklich nicht Herr. Ich glaube, dass wir tatsächlich da etwas rumdrehen müssen. Ich glaube, dass die Frage der zentralen Orte, der Staatsminister hat es angesprochen, er hat jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Ich denke sogar, das ist der richtige Weg. Mir ist das zu spät, wenn wir das Problem erkannt haben. Hätte man das früher machen müssen, dann hätten wir die Chance gehabt, in diesem Landesentwicklungsplan auch schon Ergebnisse umzusetzen. Aber es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Das will ich Ihnen voranschicken. Was das Ergebnis werden wird, über die zentrale Orte, über die Diskussion darüber, ob man alle Interessen dort binden kann, bündeln kann, das weiß ich nicht. Aber dafür ist ein Gremium ja auch gut, dass man da ergebnisoffen reingeht. Ich glaube, das müssen wir vor allen Dingen machen. Das, was wir vor allen Dingen kritisieren, ist, dass die Ortsumgehung im ländlichen Raum, dass die Projekte dort nicht mehr wie früher im Landesentwicklungsplan auch namentlich genannt werden. Wenn man hier wirkliche Entlastung schaffen will, dann gehört es auch zur Anstand dazu, dass man die Projekte konkret benennt, was man machen will. Das Nächste, was wir kritisieren, ist, dass der Flughafen in der zweiten Offenlegung, dass sich diese Landesregierung nicht mehr zur Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens nicht mehr als Ziel definiert. Das war bis dato immer ein unangefochten das Ziel einer Landesregierung, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens das Ziel dieser Landesregierung ist. Das ist der Jobmotor überhaupt. Nein, es ist jetzt zurückgestuft worden zu einem Grundsatz. Und jetzt kann man das als Semantik bezeichnen. Aber es ist etwas anderes, ob ich das in der Landesplanung als Ziel definiere oder nur, dass es nur in der bei der Planung nur irgendwo berücksichtigt werden muss. Das Ziel ist ein deutliches, stärkeres Signal für die planenden Kommunen. Die Kannibalisierung habe ich eben schon einmal angesprochen, aber das geht einher aber auch mit dem Flächenverbrauch, wo vor allen Dingen Industrie- und Handelskammer auch sagen, wir müssen den Gewerbeflächen einen entsprechenden Rahmen einbinden. Ich glaube, dass gerade was so zum Beispiel Flächen für Logistikstandorte anbelangt, was die Frage, wo gehören denn eigentlich, wie gehen wir denn heute um mit großflächigem Einzelhandel, die Sicherung von Gewerbeflächen, den Schutz am Ende auch der Anwohner vor Infrastruktur, nehmen Sie mir nicht übel, aber wie der Windkraft, all das hat sich im Landesentwicklungsplan nicht wiedergefunden. Und ich glaube, dass es auch dann richtig ist, dass wir einen neuen Landesentwicklungsplan endlich erarbeiten. Zum Schluss zustimmen. Naja, wir können diesem Antrag hier zustimmen. Formal sind wir nicht dafür zuständig. Formal ist es ein Exekutivrecht der Landesregierung. Ich bin froh, dass wir das diskutieren können. Das ist dem Flughafen geschuldet. Deswegen ist es gut, dass wir es einmal ausgeführt haben. Aber in der direkten Zustimmung, ob wir jetzt zustimmen oder ablehnen, hat nicht so viel zu bedeuten. Da hat die Landtagswahl am 28. Oktober dann eine deutlich größere Bedeutung. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Kaufmann zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eigentlich hätte ich ja gedacht, dass bei denjenigen, die sich mit dem Thema befassen, der Landesentwicklungsplan mehr wert ist, als nur platte Wahlkampfsprüche hier wechselseitig auszutauschen. Verehrter Herr Kollege Eckert, wir wissen jetzt, Ihr Claim wird sein, 19 Jahre sind genug. Die Zahl haben Sie oft genug erwähnt. Das wird Sie aber nicht in die Thematik des Landesentwicklungsplans hineinführen.
Und auch beim Kollegen Lenders vermisse ich sehr deutlich, dass auch nur einer an einer Stelle auf die Sache Bezug genommen wurde. Sie haben nur Fragen gestellt, haben gesagt, so geht es nicht. Ja, wie geht es denn Ihrer Meinung nach? Wir haben es an verschiedenen Stellen und während der Anhörung ja auch diskutiert. Im Übrigen, ich fand die Anhörung im Ergebnis. In der Tat waren kritische Punkte aus verschiedenen Blickrichtungen, aber im Ergebnis eigentlich ein Beleg dafür, dass der Plan genau die richtige Ausgewogenheit hat, weil Sie alle würden doch sozusagen ganz laut schreien, es wären Eingriffe in die kommunale Planungshoheit, wenn wir Vorschriften machen würden in diesem Plan, wie was wo zu geschehen hat. Also kann es sich auch nur um Leitplanken handeln. Und Leitplanken werden ja an einigen Stellen auch hart sein, an einigen Stellen eher weich sein, das heißt, wo man noch vielleicht Flexibilität hat. Und genau dieses Instrumentarium stellt der Landesentwicklungsplan ja auch zur Verfügung. Aus meiner Sicht ist er formal eine Änderung, und deswegen hat er noch das alte Datum, was aber in seine inhaltliche Qualität überhaupt nicht beeinträchtigt. Er ist faktisch eine weitgehende Neufassung, mit Ausnahme eines Abschnitts Nummer 3, eines Unterabschnitts Nummer 4.2 und eines Teils eines Unterunterabschnittes 4.1.2. Alles andere ist insgesamt neu. Und deswegen kann man Ihre ganze Story da, das sei alles sozusagen alter Wein, noch nicht einmal in neuen Schläuchen, ist schlicht falsch, Kollege Eckert. Zweiter Punkt, der hier anzumerken ist, Das Thema Siedlungsstruktur beschäftigt uns schon eine ganze Weile, in der Tat. Aber nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis, dass in den siedlungsstrukturellen Fragen auch sehr viel unterschiedliche Auffassungen, und zwar auch innerhalb der einzelnen politischen Gruppierungen, durchaus vorhanden sind. Das hat etwas mit den örtlichen Interessen zu tun. Ich gucke den Kollegen Rock an. Wir beide kommen aus dem Kreis Offenbach. Da gibt es mittlerweile mehr Mittelzentren als anderes. Das kann irgendwie nicht richtig sein, wie jeder man sich vorstellt. Kann, weil ein Zentrum muss ja auch noch etwas haben, was nicht zum Zentrum gehört, für das es Zentrum ist. Das ist da nicht der Fall. Also zeigt sich aber, dass man da mit Sorgfalt rangehen muss. Und deswegen ist die Expertenkommission übrigens nicht neu, sondern schon seit Anfang des Jahres sozusagen in Marsch und unter sozusagen fachkundiger Leitung, unter Beteiligung aller verschiedenen politischen Aspekte, wird sie einen Vorschlag machen. Sie haben selber zugegeben, Herr Lenders, etwas Besseres ist Ihnen auch nicht eingefallen. Also, wir haben eine weitgehende faktische Neufassung unter dem Namen Änderung. Und wir haben ein Komplex, Stichwort Siedlungsstruktur, der noch bearbeitet werden muss, um dann dafür eine möglichst breit getragene Lösung zu haben. Denn genau in dieser Frage wäre es nicht richtig, dass knapp an sozusagen Grenzen von Mehrheit und Minderheit möglicherweise noch mit wenigen festzulegen, weil wir ja da eine Wirkung über längere Zeiten auch haben wollen und gerade auf der kommunalen Ebene ja alle politischen Farben in unterschiedlicher Intensität an unterschiedlichen Stellen auch agieren und deshalb mit eingebunden werden müssen. So, und ich will jetzt noch, auch wenn das die Vorredner nicht so recht getan haben, noch auf einen Sachpunkt kommen, weil ich Ihnen einmal deutlich machen will, wie sehr Sie doch, sagen wir mal, Ihre eigenen Vorstellungen dann hier schnell wieder vergessen. Wir hatten wann war das gestern, eine Diskussion über Wohnungswesen. Und der verehrte Kollege Schäfer-Gümbel hat uns vorgehalten, uns meine ich jetzt die Regierungsmehrheit, im Zusammenhang mit dem Ausbauwünschen und der Planung der Stadt Frankfurt am Main das Thema Abstände zu Stromtrassen. Und ich darf Sie deshalb mal klar daran erinnern, dass der Hessische Landtag sich mit der Drucksache 967 der SPD-Fraktion schon einmal beschäftigt hat, in dieser Periode, die da lautete, die Landesregierung wird aufgefordert, umgehend den Landesentwicklungsplan dahingehend zu ändern, dass analog zu Niedersachsen eine landesplanungsrechtliche Festlegung hinsichtlich der Mindestabstände von Stromtrassen zu Wohnhäusern und Wohngebieten getroffen wird. Das war damals der Antrag. Den haben wir nicht beschlossen, sondern wir haben nur eine Empfehlung gemacht, und für die nächste Runde das in den LEP reinzunehmen. Das steht jetzt so drin, weil Niedersachsen nämlich z. B. vorgegeben hat, um Sie noch einmal daran zu erinnern, bei der bauplanungsrechtlichen Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, die dem Wohnen dienen oder in denen Anlagen im Sinne von Absatz 7, das sind Krankenhäuser etc., zulässig sind, ist ein Abstand von mindestens 400 Metern zu Vorranggebieten Leistungstrasse zu halten.
Also, das, was Sie gefordert haben, was wir gemacht haben, kritisiert jetzt Ihr verehrter Vorsitzender. Da sehen Sie einmal, wie stringent Ihre Argumentation in Sachen Landesplanung ist. Deswegen, unser Plan ist gut. Wir werden dem Antrag zustimmen. Und Sie können noch lange warten. Und solange Sie an der Zahl 19 festhalten, auf den Jahreszahl, scheint es sich eher um die Prozentzahl zu handeln. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat die Frau Abg. Wissler. Janine Wissler, DIE LINKE, bitte. Janine, keiner da? Ja. Musst du schon selbst beischaffen, da, Leute. Bitte. Ja. Ich mache das einfach so wie Donald Trump. Der hat sich auch hingesetzt und für seine eigene Rede geklatscht, habe ich gesehen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kaufmann, vorneweg. Also, wenn Sie diese Woche mal eine einzige Rede damit beginnen könnten, ohne die Opposition zu beschimpfen, als intellektuelle Tiefflieger darzustellen oder Haltungsnoten zu verteilen, wäre es auch ganz schön, weil es einfach nervt und es ersetzt auch keine Argumente. Zur Sache. Der Landesentwicklungsplan ist ein wichtiges Instrument der Landesregierung. Er zeigt auf, in welche Richtung sich das Land bewegen soll und setzt auch Leitplanken, welche Wege einzelne Regionen beschreiten sollen. Er soll regeln, nach welchen Prioritäten die immer knapper werdende Ressource Boden genutzt werden soll, für Wohnen, für Energiegewinnung, für Mobilität, Gewerbe und nicht zuletzt für die Natur. Der Landesentwicklungsplan könnte ein Instrument von Vision und wegweisender Zukunftsplanung sein. Aber leider sind die uns vorliegenden Änderungen nicht das. Das haben uns auch die Anzuhörenden mit großer Mehrheit in der Anhörung bestätigt. Da gab es ja sehr viel Kritik daran. In der Öffentlichkeit mit am meisten beachtet ist die Frage des Flächenverbrauchs. Das lässt sich auch gut auf eine nachvollziehbare Zahl runterbrechen. 3 Hektar, die derzeit täglich unter Beton oder Asphalt verschwinden, sollen zu 2,5 Hektar am Tag werden. Langfristig bekennt sich die Landesregierung zum Ziel der Netto-Null-Versiegelung. Dieses Ziel teilen wir ausdrücklich und finden, dass wir dorthin auch schneller kommen müssten. Weil sonst haben wir das Problem, dass Hessen eben zunehmend unter Beton und Asphalt verschwinden wird. Das heißt nicht, dass wir keine neuen Wohngebiete bauen müssen. Selbstverständlich muss es neue Wohngebiete geben, weil wir einen großen Wohnungsmangel haben und hier dringend Bautätigkeit notwendig ist. Das heißt aber, dass dann eben auch anderswo Flächen entsiegelt oder renaturiert werden müssen. Und das heißt, dass man zuerst Konversionen und Umnutzungen in Betracht ziehen muss, dass Gewerbeflächen, Brachen, Parkplätze und viele andere versiegelte Gelände, die sich ja auch anbieten, sie neu zu nutzen, das muss der erste Schritt sein, statt wertvolle Natur- und Ackerflächen zu versiegeln. Es gibt viele Möglichkeiten, Flächen umzunutzen und menschenfreundlich nachzuverdichten. Und wenn ein Ziel einer Netto-Null-Neuversiegelung das Bewusstsein für eine bewusstere Flächennutzung stärken würde, führte das dann vielleicht auch zu einer anderen Bebauung. Denn wenn neue Flächen schon versiegelt werden, dann sollte man nicht, wie das in letzter Zeit öfter war, auch großflächige Potenziale einfach verschenken. Es gab in der Anhörung eine Menge andere fundierte Kritik, z. B. an den Abstandsregelungen zu Strommasten und anderen zu rigiden Eingriffen in die kommunale Planungshoheit. Aber richtig problematisch sind aus unserer Sicht die vorgesehenen Änderungen zum Frankfurter Flughafen. Der Flughafen, der übrigens auch ein Teil des Wohnraumproblems in Frankfurt in Regionen ist, weil er einfach einen Teil des Rhein-Main-Gebiets verlärmt und faktisch unbewohnbar macht, das faktisch dazu führt, dass Städte auch gar nicht mehr wachsen können, weil innerhalb der Zonen zum Teil gar keine Kindertagesstätte oder Krankenhäuser oder sonst irgendwas errichtet werden dürfen. Und im Landesentwicklungsplan ist ja die Formulierung, dass das Ziel ist, die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens zu sichern. Und das ist natürlich eine Formulierung, die sperrangelweit die Möglichkeit und die Tür sperrangelweit offen hält für einen weitergehenden Ausbau des Frankfurter Flughafens und auch die Veränderung der Geschäftsstrategie von Fraport weg vom Drehkreuz hin mehr zu den Billigfliegern auch
dann legitimieren kann. Und das halten wir für unverantwortlich. Ja, Herr Lenders, wir sind der Meinung, ein Flughafen inmitten eines Ballungsgebietes kann nicht unbegrenzt und immer weiter wachsen, weil das nämlich auf Kosten der Menschen in der Region geht und auch der Umwelt. Und wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, dann sollten wir uns eh mal darüber legen, wie wir den Flugverkehr reduzieren können und nicht immer weiter ausweiten. Und stattdessen wird das Placebo-Lärm-Obergrenze festgeschrieben, dass sie eine Ausdehnung der stark von Lärm betroffenen Fläche begrenzt. Das heißt praktisch, es kann noch lauter werden, als es heute ist. Und da nutzt es auch nicht so viel, dass der Bannwald jetzt aber noch endgültiger als vorher geschützt wird. Gestern erst haben vor dem Landtag die Bürgerinitiative aus Langen demonstriert, die sich dagegen wehren, dass der Kiesabbau, dass für den Kiesabbau der Seering schon wieder Bannwald geopfert wird. Den Leuten wird seit der Startbahn West erzählt, es wird kein Bannwald geopfert. Fakt ist, in diesem Land steht Bannwald nur dann unter Schutz, wenn er nicht gerade Konzerninteressen zuwiderläuft. Und das ist eben kein echter Schutz des Bannwalds, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Wissler, kommen Sie bitte zum Schluss. Nun, Herr Präsident, abschließend, wir teilen viele Intentionen, die hinter einzelnen vorgesehenen Änderungen stecken. Aber es gibt eben auch große Fehlstellen. Und deshalb finden wir die vorliegenden Änderungen insgesamt nicht zeitgemäß. Sie machen den Landesentwicklungsplan 2000 nicht wesentlich besser. Und insbesondere die Änderungen zum Flughafen, die sind für uns nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank. Danke schön, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Wirtschaftsminister. Staatsminister Al-Wazir. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der aktuelle Landesentwicklungsplan ist in großen Teilen aus dem Jahr 2000, also 18 Jahre alt. Und die Herausforderungen haben sich seitdem geändert. Im Jahr 2000 wurde noch um den Atomausstieg gerungen. 2018 geht es darum, die Energiewende weiterzugestalten. Im Jahr 2000 freute man sich, wenn sich eine Internetseite langsam aufbaute. Und im Jahr 2018 ist ein ruckelndes YouTube-Video nicht nur ärgerlich, sondern langsames Internet ist ein echter Standortnachteil. Diese Entwicklungen und viele weitere haben wir aufgenommen und den geänderten Landesentwicklungsplan so ausgestaltet, dass er Antworten auf die aktuellen Herausforderungen liefert. Ich will einmal mit dem Thema Wohnraum beginnen. Im letzten Plenum hat der Landtag die Novelle der Hessischen Bauordnung beschlossen, das Bauen damit leichter und schneller gemacht. Diese Regierung hat die Mittel für den geförderten Wohnungsbau massiv aufgestockt. Und Kollegin Hinz packt mit der Gründung der Baulandoffensive das zweite große Thema im Wohnungsbau an. Und mit dem geänderten Landesentwicklungsplan verbessern wir zusätzlich die Rahmenbedingungen für mehr Wohnraum. Wir ermöglichen es beispielsweise den Städten und Gemeinden, schnell und unbürokratisch neuen Wohnraum zu schaffen. Und in wenig genutzten Gewerbe- und Industriegebieten wird es deutlich einfacher, Wohnungsbau zu ermöglichen. Bei den schnellen Internetverbindungen haben wir jetzt ausdrücklich den Breitbandausbau in den Landesentwicklungsplan als Infrastrukturmaßnahme aufgenommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Ziel ist eine landesweit flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen. Und das haben wir im Landesentwicklungsplan festgehalten. Und, Frau Wissler, in Sachen Fluglärm haben wir die Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen im Landesentwicklungsplan jetzt rechtssicher verankert. Und ja, das heißt erstmal, dass es nicht immer weiter steigen darf mit der Lärmbelastung. Das finden Sie an dieser Stelle jetzt nicht weitgehend genug. Ich kann Ihnen sagen, wir haben ja schon einmal die Debatte geführt, was für Auswirkungen ein Landesentwicklungsplan haben kann. Und schöne Grüße vom Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2007. Ich glaube, manchmal merkt man erst später, wie wichtige Fragen am Ende an dieser Stelle sichergestellt sind. Ich will ausdrücklich sagen, die Voraussetzung für deutlich mehr Flugbewegungen ist, dass die Lärmbelastung pro Flug geringer werden muss. Das heißt, die Fluggesellschaften haben einen Anreiz, leiser zu fliegen. Das finde ich jedenfalls so in keinem bisherigen Dokument, das in irgendeiner Landesentwicklungsplanung ist, so wieder. Ich glaube, an dieser Stelle haben wir etwas richtig Großes geschaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben zweitens natürlich an dieser Stelle klargemacht, dass wir auch den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern wollen. Und ja, wir haben die Windkraft in Hessen schon vorangebracht. Wir haben 2017
20% des Stromverbrauchs in Hessen erneuerbar erzeugt. Wir unterstützen diese Entwicklung z.B., indem wir mit dem geänderten Landesentwicklungsplan nun einige strittige Fragen bei der Ausweisung der Windvorranggebiete durch die Regionalversammlungen, die vorher sozusagen kontrovers diskutiert wurden, klarstellen. Und ja, wir legen landesweit einheitliche Abstandsregelungen für Höchstspannungsfreileitungen fest. Das war übrigens, Kollege Kaufmann hat es angesprochen, auch Inhalt einer Forderung aus der SPD-Fraktion aus dem Jahr 2014. Und ich will das ausdrücklich sagen. Diese Abstandsregelung dient dem vorsorgenden Schutz des Wohnumfelds der Bevölkerung. Es gilt für neue Trassen, aber ich finde es eigentlich nur logisch, dass man am Ende auch darüber entscheidet, dass sich neue Wohngebiete zukünftig nicht mehr näher an bestehende Höchstspannungsfreileitungen heranentwickeln sollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der kontroverseste Punkt ist angesprochen worden, Stichwort Flächenverbrauch. Wir wollen den Flächenverbrauch auf 2,5 Hektar pro Tag begrenzen. Warum? Weil Flächenverbrauch wertvolle Böden vernichtet. Und natürlich braucht es gerade im Rhein-Main-Gebiet zusätzliche Wohnungen. Und auch die Infrastruktur muss in bestimmten Bereichen weiter ertüchtigt werden. Aber es soll eben auch in Zukunft Naherholungsgebiete geben. Und auch Landwirte müssen genügend Acker zur Verfügung haben, um ihre regionalen Produkte anbauen zu können. Und ich will das ausdrücklich sagen, es ist auch weiterhin Entwicklung möglich. Aber um dieses Flächensparziel zu erreichen, müssen Kommunen mit dem geänderten Landesentwicklungsplan stärker als bisher ihren Flächenbedarf nachweisen, bevor sie den, ich sage mal, einfachen Weg auf die grüne Wiese gehen. Und das heißt, dass man dann im Zweifel auch nachweisen muss, dass Innenentwicklung nicht mehr oder nicht mehr in ausreichendem Umfang möglich ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde das ausdrücklich richtig. Biotope, Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate, Nationalparks werden in Hessen bereits gut geschützt. Einen zusätzlichen Schutz für die Verbindung zwischen diesen Gebieten werden die neuen Biotopverbünde bieten. Auch das ist jetzt im Landesentwicklungsplan. Wir stärken den Grundwasserschutz, indem wir Vorranggebiete für den Grundwasserschutz als neue Gebietskategorie in den Regionalplänen einführen. Wir verbieten Fracking in Hessen. Das will ich übrigens auch an dieser Stelle noch einmal sagen, wenn man überlegt, wie lange wir in der letzten Legislaturperiode über diesen Punkt gestritten haben. Ich finde das ausdrücklich richtig. Natürlich ist es klar, es fehlt ein Punkt. Das sind die zentralen Orte und die Frage der Raumkategorien. Hierfür habe ich eine überparteiliche Expertenkommission eingerichtet, die sich mit der Zukunft der zentralen Orte und der Raumstruktur in Hessen auseinandersetzt. Die soll bis Ende des Jahres umsetzungsorientierte Empfehlungen zur Festlegung von Ober- und Mittelzentren um Raumkategorien erarbeiten. Und natürlich werden an dieser Stelle auch die kommunalen Spitzenverbände in die Debatte einbezogen und ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Vorstellungen zu formulieren. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Sagen, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ihr Landesentwicklungsplan ist das wichtigste Instrument der Landesplanung. Er gilt für ganz Hessen. Er ist die rechtliche Grundlage für die Regionalpläne, die in den Regionalversammlungen und dem Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main beschlossen werden. Wir schaffen mit diesem Landesentwicklungsplan die Voraussetzungen für gleichwertige Lebensbedingungen in allen Landesteilen. Es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wirklich großes Werk. Erlauben Sie es mir, an dieser Stelle mal zu danken all denen, die daran mitgearbeitet haben, an vielen unterschiedlichen Orten, vor allem denen im Ministerium. Ich will an dieser Stelle mal ausdrücklich die beiden erwähnen, die da oben sitzen. Frau Krögel, Frau Ubleger, vielen Dank. Jetzt sind Sie auch einmal im Landtagsprotokoll. Es hat Tage, Stunden, Wochen, Monate an Arbeit gekostet, dass wir so weit gekommen sind. Ich bin froh, dass das jetzt hier gleich beschlossen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir sind am Ende der Debatte und kämen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zum Antrag der Landesregierung, Landesentwicklungsplan Hessen 2000. Wer zustimmt, den bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Damit ist was? Ich frage noch einmal, wer ist dagegen? Was wollt ihr dann?
Also SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE sind dagegen. Damit ist diese Beschlussempfehlung beschlossen.